Good morning and welcome to this new vlog. Ich bin seit 7 wach, ist jetzt 8:30 und habe gerade mal ein Workout gemacht. Eigentlich wollte ich noch laufen gehen, aber es ist so stürmisch einfach draußen, dass ich Angst habe wegzufliegen. Deswegen schiebe ich es einfach jetzt auf nächste Woche. In der Hoffnung, dass dann das Wetter endlich besser ist, weil ich war die Woche gar nicht laufen. Ich konnte mich die Woche generell nicht so gut zum Sport motivieren, aber ist auch irgendwie nur menschlich. Genau. Ich hüpfe jetzt gleich unter die Dusche. Und dann werde ich ein bisschen lesen. Und dann holt mich meine beste Freundin ab. Because wir gehen heute ins Monet's Garden. Oder Monet's Garden. Wie auch immer es ausgesprochen wird. Und gucken uns diese Ausstellung halt hier in Berlin an. Und darauf freue ich mich schon mega. Und heute Abend bin ich noch mit einer Freundin unterwegs. Wir wollen essen gehen und dann noch in so eine Undercover-Bar. Es gibt ja immer solche Bars, wo es von außen gar nicht aussieht, als wäre es eine Bar und da muss man irgendwie durch irgendwelche Geheimgänge und dann ist man in dieser Bar drinne. Und sie hat da wohl irgendwelche auf ihrer Liste, weil sie kommt auch nicht aus Berlin. Und ja, da wollen wir uns ein oder zweimal angucken. Da bin ich schon richtig gespannt drauf. Ich war gestern mit Freunden bowlen, das war so witzig. Ich war so super schlecht, aber egal. Es hat einfach so Spaß gemacht, mit Freunden rauszugehen und zu bowlen und sowas. Ja, es ist auch später geworden als geplant, weil eigentlich hatten wir die Bar nur bis 23 Uhr. Aber wir hatten so viel Spaß und haben dann gefragt, ob wir nochmal verlängern können um eine Stunde. Und dann haben wir nochmal um eine Stunde verlängert, also bis Ladenschluss, also bis 1 waren wir ungefähr da. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr cooler Abend. Ich war später zu Hause, als ich geplant hatte. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, weil es sich halt wirklich gelohnt hat. Und ja, wie gesagt, ich hüpfe jetzt unter die Dusche. Und dann, aber diese Belichtung heute ist auch so wetterabhängig wahrscheinlich. Ja, und dann muss ich mich auch irgendwann bald ready machen. Wir waren jetzt im Monet's Garden oder Garten, whatever. Und auf jeden Fall fanden wir es sehr schön, aber es ist ultra klein. Und der größte Bestandteil quasi von der Ausstellung ist eine 45-minütige Dokumentation über das Leben von ihm. Es war auf jeden Fall super interessant, aber ich hätte mir tatsächlich irgendwie mehr gewünscht, dass irgendwie noch mehr von seinen Bildern ausgestellt sind oder so. Aber im Großen und Ganzen war es gar nicht so schlecht. Dir fliegt da was weg. Oh, echt? Ja. Ja, ich hab's gemerkt. Und tschüss. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir noch irgendwie essen gehen oder einen Kaffee trinken oder irgendwas, weil es arschkalt ist. Back home now. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Es ist, glaube ich, gleich 12 Uhr oder so. Und ich bin so fertig einfach. Ich habe das Haus, keine Ahnung, 13 Uhr oder so verlassen und bin jetzt halt erst home. Und es war ein mega schöner Tag mit meinen Mädels. Also erst war ich mit meiner besten Freundin unterwegs und dann noch mit einer anderen Freundin. Und es war echt schön, was zu unternehmen. Aber ich bin auch so K.O., weil ich halt die letzte Nacht auch so wenig geschlafen habe, weil wir gestern ja noch bowlen waren. Und das war auch ein geiler Abend und ein super witziger Abend gewesen.
Aber dementsprechend bin ich so K.O. Mir sind auch gerade in der Bahn die ganze Zeit die Augen. Oh, die Belichtung läuft. die Augen zugefallen. Deswegen bin ich froh, jetzt home zu sein. Auf jeden Fall würde ich an der Stelle auch den Vlog beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Also lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Und see you in the next vlog.